Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. We are here together in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Heute Morgen habe ich geschrieben, aber es ist ja heute Nachmittag. Ein besonderer Gottesdienst um 16 Uhr. Hoffentlich stand um 10:30 keiner vor verschlossenen Türen heute Morgen. Ich habe mich nicht getraut, gucken zu fahren. Wir feiern diesen Gottesdienst heute Nachmittag, weil wir zwei Gäste haben. Oder eigentlich haben wir noch so 2,5 Gäste. Da hinten sitzt noch ein Gast, Lina, die aus dem Missionsausschuss mitgefahren ist. Aber wir begrüßen vor allem Chandra Pratama Tadigan von der GBKP, der Garobatak-Kirche in Indonesien, und Yetra Sambireng, der auch mitgekommen ist. Die beiden werden sich gleich noch genauer vorstellen. Sie kommen aus Indonesien zu Besuch. Indonesien, ein Land, in dem Christen nicht die Mehrheit sind, sondern die Minderheit. Also ganz anders wird wahrscheinlich heute in Indonesien Gottesdienst gefeiert als bei uns. I guess in Indonesia the churches look a bit different than here. The people sing different songs. They gather in a different way. But we all gather in the name of our Lord Jesus Christ. And that is very special to know. So, a very warm welcome to you. It's very nice to have you here in Georgsdorf. Yesterday you already learned a bit about what it means to be a Müller. And how a Buchweizenpfannkuchen tastes. Now we are together to worship our Lord Jesus Christ, in whom we believe, no matter how we look, where we are from, or which language we speak. Also, es wird Deutsch sein, es wird Englisch sein, aber fast nichts, was in der einen Sprache gesagt wird, wird nicht auch in der anderen Sprache gesagt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, you have now the opportunity to introduce yourself to the congregation. Unsere Gäste werden sich nun vorstellen und ich kann dann etwas übersetzen von dem, was sie sagen. So I can then translate as you speak. Nice to be with you in this Sunday service. My name is Chandra. My family name written by the paper. No, not inside, the outside, please. And I am a pastor. I am a ketua class, is what you call it. A praises. The praises. Yeah, I am the praises. Of the classes there. We have a 23 congregation, about, 6,000 church member in there, in North Sumatra, Indonesia. I am father of two daughters, my wife, her name, Netta. You have the same name in here? No, nay, because in Indonesia it's very famous So Netta group. Please. Er sagt, es ist sehr schön, hier zu sein. Er ist der Präses von dem Synodalverband der Klasse Steady in Nord-Sumatra in Indonesien. Der Synodalverband umfasst 23 Gemeinden und insgesamt 6,000 Gläubige. Yeah, and I not alone come to here. Also my sister, where are you, Lena? Ah, behind that. Thank you to accompany us to here. And our mother Haman also come to here, accompany. We are in five, two of us in here now in Georgetown. It's okay with you? Georgetown, and the others now still in Sutov,
with Pastor Johannes. Ja. You can translate, is it as well? Was ich gerade noch vergessen habe, er hat zwei Töchter und eine Frau. Die Frau heißt Netta, einen Namen, den wir hier aber nicht kennen. Er ist nicht alleine hier, sondern heute sind sie eben mit Lina Pauling hier, die vom Missionsausschuss dabei ist. Und insgesamt sind 5 Gäste aus Indonesien gekommen. Die anderen 3 sind jetzt gerade in Schüttorf. Hopefully bring you a good news to you in here. Hopefully. And my friend will introduce himself to you. Hello. My name Jetra, family name Sembiring. I am elder. I am married. My wife Dewi Sari Ginting. My children 3. 2 daughter, 1 boy. I am Vice Secretary Mudraman GWKP. I am from Medan, North Sumatra. Thank you. Das ist Letra. Er kommt aus Medan in North Sumatra. Er hat auch eine Frau, er hat 2 Töchter und einen Sohn. Und er ist der Vizesekretär der Gesamtsynode, des Moderators der Gesamtsynode in Indonesien. Wir haben uns lange überlegt, was singen wir heute und haben herausgefunden, ich sehe, da steht Lied 312, das stimmt nicht, wir singen Lied 321, nun danket alle Gott. Und das steht im Gesangbuch auch in Englisch. Wir singen die erste Strophe auf Deutsch, die zweite Strophe, die geht dann auf Englisch so. Now thank we all our God with hearts and hands and voices, who wondrous things has done and whom his world rejoices. Who from our mother's arms has blessed us on our way with countless gifts of love and still is ours today. Zur dritten Strophe müssen Sie dann nochmal umblättern. Die ist dann wieder auf Deutsch. Gemeinsam kriegen wir das hin. We sing now the song, 3 verses of it. And you see the second verse is English. But that is now the song that we've sang together with the other pastors as well. So we know that you know it in Indonesia. You will recognize it. Thank you.
Wir wollen beten. We will pray now. Dear God, our Heavenly Father, we thank you that we have the opportunity to gather as the body of Christ, that Christians from Indonesia and from Germany can celebrate together in your name, can celebrate together your love, your grace, and your providence in our lives. We want to thank you for everything you have done for us this week, for all the blessings, all the joy, and that you have brought our guests safely to us, and that you have been with them throughout their journey. Guter Gott, wir danken dir auch dafür, dass du mit uns warst in dieser Woche, dass du uns begleitet hast an den schönen Tagen und an den schweren Tagen. Sei nun bei uns mit deinem Geist, damit wir einander verstehen, damit wir vielleicht auch durch fremde Augen etwas von dir entdecken, was uns vorher verborgen war. Und wir bitten dich, segne unser Zusammensein und sei du mitten unter uns. Amen. Wir hören jetzt die Lesung, das ist gleichzeitig auch der Predigttext. We hear the Bible text, first in German, then in Karo and then in English. Ich mache nur die deutsche Version, ne? Gut. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem 2. Timotheus, 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. Treue bis zum Ende. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. I am read Caroling with 2 Timotius 4 ayat 18. Yesus Kristus reh dengah pagi jadi hakim nangdangi kalak singgeluh ras singgo mati. Ipantek kina pagin kini rajanna. Emaka kupindo kengkal manbandu i lebe-lebe di bata ras Yesus Kristus. Pembarkanlah berita subuk tengteng raslah tengteng paksana. Terusken gelah beritakan. Cidahkan salah kalak, persingeti dengan pegegehi ia, sanga ia jarkendu ia, aludem kesabaran. Rehme pagi paksana, lanai ibegikan kalak pengajaran situhutuhu. Surasurana saja me idalan kena. Ipepulungna guru-guru guna ngajari ia, karena kai siakapnan tabah megi kenca. La ibegi kena pengajaran situ tuhu, tapi tutus Athena megiken turi-turin silatuhu. Tapi kam entah kai gia jadi ola bene ukurndu. Begenggenglah ibas ngenanami kini seran. Dahikenlah dahin beritakan berita si mehuli e. Canah dalankenlah tanggung jawabndu jadi suruh-suruhan dibata. Tapi aku enggoseh paksana ipersembahkan,
Ngo sepaksana aku nadingken kegeluhan enda. Ngo kupala palai asa ngasukku ibas perlumbaan e. Ngo seh aku ku garis batas, jana ngo ku cikep kini teken e. Emaka genduari ngo sikap hadiah kemenangan e, guna iendesken menbangku. Eme rudang-rudang kebenaran siibreken Tuhan, hakim si adil, siibrekena menbangku ibas wari e. Jana hadiah e labo menbangku saja, tapi pe menkam krina kalak sinimai kerehena alu erkeleng ate. Sibaren. And I took it in English from New English Translation, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. Charge to Timothy, repeat, I solemnly charge you before God and Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Preach the message. Be ready whenever it is convenient or not. Reproof, rebuke, exhort with complete patience and instruction. For there will be a time when people will not tolerate sound teaching. Instead, following their own desires, they will accumulate teachers for themselves, because they have an insatiable curiosity to hear new things, and they will turn away from hearing the truth. But on the other hand, they will turn aside to meat. You, however, be self-controlled in all things, endure hardship, do an evangelist walk, fulfill your ministry. For I am already being poured out as an offering, and the time for me to depart is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. The Lord, the righteous judge, will award it to me in that day, and not to me only, but also to all who have set their affection on his appearing. Amen. Wir singen unser nächstes Lied, Bleib bei mir her. We sing our next song. And during that song, Chandra, you can go make yourself feel home at upstairs. Die Predigt gleich, die wird abschnittsweise auf Englisch sein und dann wird die Übersetzung vorgelesen. Derer kann ich mich nicht selber rühmen, die wurde vom Missionsausschuss so vorbereitet. Aber dass Sie schon mal wissen, wenn er gleich auf Englisch anfängt, es wird dann noch auf Deutsch die Übersetzung kommen. Thank you.
Let us pray. Our Heavenly Father, thank you. You keep blessed us. Thank you for this beautiful day. Thank you for your kindness. In this church, we open our heart to hear your words. Please talk to me. Please talk to us, to everybody, in the name of Jesus. Amen. I continue. One information I forgot to tell you. Yesterday, I am, have been, become a mullah pastor. A mullah pastor. I will read again. 2 Timothy chapter 4, verse 7. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. My dear brothers and sisters, the football competition in the commemoration of Independence Day in our country. I think most of you, young generation, like football, yeah, soccer. Yeah, was complete a month ago near my house with my wife and our two daughters. We had watched several games. Really fun. The audience were more enthusiastic until I realized that there are several things that can be learned from football. The whole life is like playing football. Of course, not exactly the same, but there are many similarities. There are at least 5 similarities between playing football and the reality of life. Paragraphs. Ganz am Anfang hat er gerade noch gesagt, er hat vor einer Woche Pastor Müller kennengelernt in Wilsum und seit gestern fühlt er sich so, als ob er ein Müller-Pastor geworden wäre, weil er eben durch Carsten auch und Gerd Röttgers eingeführt worden ist in die hohe Kunst der Müllerei. Noch einmal der Text, um den es geht, der Vers aus 2. Timotheus 4, 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Liebe Brüder und Schwestern, das Fußballturnier zu Ehren des Unabhängigkeitstages fand vor etwa einem Monat in der Nähe meines Hauses statt. Zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern habe ich mir mehrere Spiele angesehen. Das hat Spaß gemacht, das Publikum war sehr enthusiastisch. Und ich habe festgestellt, dass wir einige Dinge aus dem Fußball lernen können. Dass unsere Karriere, ja sogar unser ganzes Leben wie Fußballspielen ist. Natürlich nicht ganz genau so, aber es gibt viele Ähnlichkeiten. Es gibt mindestens 5 Gemeinsamkeiten zwischen dem Fußballspielen und der Realität des Lebens. The first one, obstacle. What happens when we roll the ball across to our opposing goal? Can we run and dribble smoothly? No, not at all. There must be a opposing player who block and try to get the ball.
Throughout the game, there are always challenges, especially if the opposing team they are very qualified, better than us. Life is full of obstacles and challenges. One problem resolved, another problem awaits. However, all of that makes we are tougher. An indicator of a strong personality is the persistence of the struggle to bear the burden of life. Was passiert denn, wenn wir den Ball über das Feld rollen? Wenn wir ihn zum Tor spielen wollen? Können wir rennen und geschmeidig einfach so dribbeln? Nein. Denn es sind andere Spieler auf dem Feld, die uns blockieren wollen, die uns den Ball wegnehmen wollen. Das ganze Spiel über gibt es immer wieder Herausforderungen, besonders wenn die gegnerische Mannschaft sehr stark ist. Natürlich liegt darin auch der Spaß. Was passiert, wenn wir nicht eingeholt werden? Auch das Leben ist voll von Hindernissen und Herausforderungen. Wenn ein Problem gelöst ist, taucht meistens gleich das nächste auf. Natürlich erschwert das die Dinge. Aber ein Anzeichen von einer starken Persönlichkeit ist es, dass man eben beharrlich bleibt im Kampf und die Bürde von diesen Herausforderungen im Leben trägt. And the second strategy, it looks like, okay. Long time before the match, we identify numbers of our weaknesses. Then our advantage, likewise, the weakness, the strength, the track record, and the achievements and tactics of the opposing team. What are the possibilities and threats for us? What do we do to win the game? Is that realistic? Throughout life, we also make strategies. Without strategy, we act recklessly. Die zweite Gemeinsamkeit, das ist Strategie. Denn lange vor dem Spiel denken wir darüber nach, was sind unsere Schwächen, was sind unsere Stärken. Und natürlich denken wir darüber nach, was sind die Schwächen, was sind die Stärken, die Spielstatistik und die Taktiken von dem gegnerischen Team. Was sind unsere Möglichkeiten, unsere Chancen, aber wo liegen auch die Bedrohungen? Was machen wir, wenn jenes oder dieses passiert? Ist unser Plan, unser Ansatz für das Spiel überhaupt realistisch? Im Verlauf des Lebens legen wir uns ebenso Strategien zurecht. Ohne Strategien handeln wir rücksichtslos und hinterlassen vielleicht sogar eine Menge Schaden. And the third, Risiko. On the field, at any time we can get injured. Even broken bones and concussion. Yet, we have been careful that risk, the right risk of life is even greater. In living our lives, we cannot only injure it by physically, but also injure it by mentally. Das dritte ist das Risiko. Auf dem Platz, davon können vielleicht sogar einige, die hier sitzen, ein Lied singen, kann man jederzeit verletzt werden. Gebrochene Knochen gibt es oder Gehirnerschütterungen. Selbst wenn man so vorsichtig vorher war. Die Risiken im Leben sind sogar noch größer als die im Fußball.
Während wir unser Leben leben, können wir körperliche Verletzungen davontragen und auch seelische Verletzungen davontragen. Four, trainer, the good or bad team depends a lot on the quality of the trainer, of the coach. Good training makes us tougher, but we must sleep on time and wake up also on time. And in training, we should not come late. The type and amounts of food is determined by the coach, by the trainer. 100% obedience to the trainer. In this life, our coach, our trainer are our parents and also our teachers. We are lucky if our parents and teacher give us heavy tasks. Tormented with heavy tasks and discipline for the toughness of our fighting spirit. This is related to the responsibility of parents and teachers to be a good role models for the younger generation. Both in football field and also being a follower of Christ in the family and to take care of our environment. Die vierte Gemeinsamkeit ist der Trainer. Wie gut oder schlecht das Spiel läuft, das hängt zu großen Teilen auch an der Qualität von dem Trainer ab. Gutes Training kann eine Quälerei sein. Wenn uns zum Beispiel die Zeit zum Schlafen gehen oder zum Aufstehen vorgeschrieben wird, wenn bestimmt wird, wann das Training beginnt, Art und Menge der Lebensmittel vom Trainer vorgeschrieben werden, denn ein Trainer verlangt 100%igen Gehorsam. Es kann grausam sein, hart, aber der Trainer muss durchsetzungsfähig sein. Im Leben sind unsere Eltern und unsere Lehrer die Trainer. Wir haben Glück, wenn es uns Eltern und Lehrer eben nicht leicht machen, sondern uns mit schweren Aufgaben und Disziplin quälen, weil das eben unseren Charakter für den Kampf stärkt. Ebenso sollen Eltern und Lehrer gute Rollenvorbilder für die jüngeren Generationen sein, einerseits auf dem Fußballplatz, genauso in den Zusammenhängen von Familie und Haushalt, denn so schaffen wir es nicht nur im Leben voranzukommen, sondern lernen auch, was es heißt, ein Christ oder eine Christin zu sein. Wait a minute, I take a water moment. Oh, sorry. And the last part. Long whistle. Maybe we are having fun. Maybe we still want to keep playing. However, the match ended. If we make failures, we will judge by the long whistle. But if we have played well, regardless, however, the goals, but this is the climax. This is the climax. We receive it by well. Die letzte Gemeinsamkeit ist der Schlusspfiff. Es kann sein, dass wir noch eine Menge Spaß haben, dass wir noch gar nicht aufhören wollen zu spielen. Und dennoch hat das Spiel ein Ende. Wenn wir uns wie die Verlierer fühlen, dann werden wir den Schlusspfiff als Enttäuschung erleben. Wenn wir jedoch das Gefühl haben, dass wir gut gespielt haben, unabhängig von der Anzahl der Tore,
ist der Schlusspfiff der Höhepunkt. Dear brothers and sisters, in the Lord Jesus, towards the end of his life, the Apostle Paul judged his life and performance not as an anticlimax, but as a climax. In a letter written by his successor about 80 years after Paul's death, it is recorded that Paul's heart expressed to Timothy that Paul believed his task had been carried out and completed well. It say, "I have ended the good fight. He has competed well." Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus, gegen Ende seines Lebens beurteilt der Apostel Paulus sein Leben. Und er empfindet sein Lebenswerk nicht als eine Enttäuschung, sondern kann zu der Zeit vom Schlusspfiff von einem Höhepunkt reden. In einem Brief, der von einem seiner Nachfolger etwa 80 Jahre nach Paulus Tod geschrieben wurde, ist niedergeschrieben, dass Paulus Timotheus gegenüber sein Herz ausgeschüttet hat. Paulus glaubte demnach, seine Aufgabe gut gemacht zu haben und abgeschlossen zu haben. Denn es heißt in 2. Timotheus 4,7: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Paulus kommt zum Schluss, er hat sein Leben gut beendet. And here we are. The match is over. Contemplation and gratitude, we have played honestly. Relief and proud, we have played well. In plus, in several virtual conversations between we are in Indonesia, North Sumatra, with our partnership in Grasscup Bentime, in here, in Germany, we have talked a lot how busy our friends in Germany are in helping and accepting the refugees from Ukraine. Like the song that is very popular in our place, in our country, life is an opportunity. An opportunity not in narrowness, but the opportunity to be a blessing to others. Because of this, we use it by well. We help the others. We take care who had wooden. And when we meet the great referee, our God, he doesn't judge how much we play, but how we play the game. God bless us. Amen. Sie haben es gehört, Chandra hat den Schlusspfiff angestimmt. Was ist, wenn jetzt das Spiel vorbei ist? Er sagt, wir können dankbar darauf zurückschauen und sehen, dass wir ehrlich gespielt haben, sowohl in Nord-Sumatra als auch hier in der Grafschaft Bentheim. Oft haben unsere indonesischen Freunde in virtuellen Zoom-Konferenzen gesehen, wie beschäftigt wir hier in Deutschland waren, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen zu helfen. Und bei Ihnen in Nord-Sumatra gibt es ein Lied, das ist sehr beliebt. Das heißt, Life is an Opportunity. Das Leben ist eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit ohne Engführung, sondern eine Gelegenheit, ein Segen für andere zu sein. Anderen bei ihren Lasten zu helfen, ihre Verletzungen zu verarzten. Und deswegen sollten wir dieses Leben gut nutzen. Denn wenn wir dann eines Tages den großen Schiedsrichter treffen, und er zeigte nach oben, unseren Gott, wenn wir ihn treffen,
dann wird er uns nicht danach beurteilen, wie wir gespielt haben, wie viele Tore wir geschossen haben, sondern ob wir das Spiel richtig gespielt haben. Gott segne uns. Amen. Let us pray. Thank you, God, for your word. Make us a well player in this life. In Jesus' name, Amen. Thank you very much, Chandra. We will hear now a piece of music. I don't know whether you two will know it. It's a worship song. Come, now is the time to worship. The text is also in the little pamphlet. Wir hören jetzt ein Stück vom Posaunenchor. Der Text ist abgedruckt. Kommt, jetzt ist die Zeit. Wir beten. Es gibt es auf Englisch, es gibt es auf Deutsch. Wer das Lied kennt, kann gerne leise mitsingen oder auch gerne ganz laut mitsingen. Aber wer es nicht kennt, darf auch gerne einfach zuhören. Thank you.
Let us pray. Wir wollen beten. Guter Gott, manchmal ist es nicht einfach, als Christ oder als Christin durch diese Welt zu gehen. Wenn der Neid, der Hass und die Ungeduld regieren, dann braucht es manchmal viel Mut und Vertrauen, deine Liebe in diese Welt zu bringen. Wir bitten dich deswegen, dass du uns dazu immer die Kraft gibst, dass wir eben den guten Kampf kämpfen und uns nicht auf Kämpfe einlassen, bei denen sowieso keiner gewinnen kann. Heute bitten wir dich ganz besonders, dass du bei all denen bist, die sich gerade in Russland davor fürchten müssen, in einen Kampf abbestellt zu werden, der sinnlos ist, die als Kanonenfutter für einen egoistischen Kriegstreiber dienen sollen. Wir bitten dich, sei bei ihnen, bewahre und beschütze sie vor Verfolgung, vor staatlicher Willkür und vor Hoffnungslosigkeit. And good Lord, our Heavenly Father, we are praying for our brothers and sisters in Indonesia. Lord, we pray that you may be with them in their struggles, in their families, in their congregations. Guide them and guard them in their lives, no matter how difficult the times might be. Be with them in a country where Christians are a minority and give them the courage to strive and to witness your love in this world. Be with those, Lord, that feel alone, that are sick, and that are forgotten, that they discover you as their God of unending mercy. Amen. Wir beten gleich, dass unser Vater gemeinsam, the Lord's Prayer, but I heard it's custom that first you pray it for us in Bahasa Karo, and then we pray it in German. Also wir uns erst in Karo, in der Sprache von diesen beiden, und dann antworten wir in Deutsch darauf. Unser Vater in Karo. Bapa kami sini surga, gelardo ipebadi amin. Ralamin kini rajandu, jadilah pratendu ibumi bagai pei surga. Berikan man kami nakan cukup ibas paksa enda. Bagai pei alamindu salah kami, bagi kami ngalami salah kala empat kami. Olamin kami ibawa kam kubas pecuban, tapi olangilah kami ibas idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Und auch wir beten gemeinsam, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Unser Vater. Wir singen unser nächstes Lied. We sing our next song. Oh, you will need your paper back. Drei Strophen wieder. Die zweite singen wir in Englisch. We sing the second verse in English. We thank thee that thy church, unsleeping, while earth rolls onward into light, through all the world her watch is keeping and rests not now by day or night. Und in der dritten Strophe heißt es, die Sonne, die uns singt, bringt drüben den Menschen über Meer das Licht. So the third verse means in German, the sun that's sinking here is bringing to our brothers and sisters that are on the other side of the world the new morning. Chandra told me, he's only spoken to his family once or twice this whole time.
Er hat nur ein- oder zweimal mit seiner Familie gesprochen, weil eben Zeitunterschied da ist. Und wenn Sie hier ins Bett gehen, stehen die da morgen auf und andersrum. Da passt es nie so richtig im Familienleben. Und wenn wir jetzt also diese dritte Strophe singen, dann haben wir wirklich Menschen vor Augen, dass wenn hier die Sonne langsam untergeht in Indonesien, so langsam der neue Tag beginnt. Some announcements, ein paar Abkündigungen. Die Kollekte am letzten Sonntag für die Jugendarbeit im Synodalverband ergab 93,10 €. Für den Brotkorb haben wir am Samstagabend vorher gesammelt bei dem Gottesdienst vom Gottesdienstvorbereitungsteam und mit dem Projektchor. Und da sind 287,26 € für den Brotkorb zusammengekommen. Im Klingelbeutel letzten Sonntag waren 31,80 €, und es erreichten uns 50 € als Spende für die USB-Sticks. Allen, die etwas gegeben haben, sei herzlich gedankt. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für die Flüchtlingshilfe. Und am Ausgang ist nach wie vor auch der Klingelbeutel. Nächste Woche geht es hier hoch her, am 2. Oktober. Denn erstmal haben wir morgens Abendmahl, Erntedank. We have a Thanksgiving service next week on Sunday. Dazu sind traditionellerweise, ich glaube, es ist ein Familiengottesdienst, wurde mir diese Woche erzählt. So richtig habe ich einen normalen Erntedank ja noch nie mitgemacht hier. Wir haben Abendmahl vor, am Gottesdienst morgens. Und ab 14 Uhr ist dann das Erntedank-Café.
Das heißt, alle sind herzlich eingeladen zu Kuchen, Waffeln, Brot, Kaffee, Tee und wahrscheinlich darf man auch Wasser trinken, wenn man möchte. Bringen Sie gerne noch andere Leute mit. Von 14 bis 17 Uhr können Sie hier bei schöner herbstlicher Atmosphäre richtig verwöhnt werden. Und wer sich vielleicht zu schlecht fühlt, einfach nur zu kommen und zu genießen, darf gerne sich vorher bei Judith melden, um noch einen Kuchen abzugeben oder ein Brot in der Woche vorher, um so richtig das Gefühl zu haben, man hat es verdient, hier diesen schönen Sonntagnachmittag zu genießen. Also bitte melden Sie sich noch eifrig an, um mit Kuchen und mit Brot diesen Nachmittag zu unterstützen. Gleich nach dem Gottesdienst gibt es auch schon wieder was zu essen. Ich habe das Gefühl, das haben wir in der letzten Zeit häufiger gehabt. Aber schadet ja nichts. Dazu sind alle herzlich eingeladen und es gibt auch noch etwas Kaffee. So after the service we gather together in the hallway for a quick snack, for a little bit to drink. No Buchweizenpfannkuchen. So you still have left from yesterday. Zum Ende des Gottesdienstes noch ein herzliches Dank wieder an unsere Gäste, natürlich auch an den Posaunenchor für die Begleitung. We want to thank you again for coming and we have a little present so that you don't forget us. I think we all would love, now that winter is coming, to come with you now to Indonesia and to pay back the visit, but we might need some time before that realizes. We have a present for each of you, and because your sermon was about soccer, I asked the sport club from our town. They have a little pin needle that you can put on your jacket so that you are showing that you're an honorable member of the TSV. You can be really proud of that. The TSV exists since 1958, so a long tradition. As I say, you can be proud. There in the back sits also the chairperson of our sports club, so he will be able to tell you everything about the TSV. So thank you also for the TSV, for the pins. And in here is a CD with music that's very much like the music we will hear to the end of the service. It's the recordings of the psalms that we like to sing very much in our General Synod. And you see there's also a little that you can put your drink on, maybe in the airplane if you want to fly with style. That's, I think, the best item you can use. So it was super nice to have you here. At the end of our service, I think you've sung them before since you are here. We love to sing the psalms that you find in the Bible, and they all got melodies. And we love to sing them here a lot, especially Psalm 68, verse 6. That is normally what the young people must learn by heart before they do their confirmation in our congregation. This is the song that's called Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserem Gott im Heiligtum. What we will play now there, you will also find on the CD. Der Gemeinde muss ich Psalm 68, Strophe 6 nicht erklären. Das wissen alle, selbst die, die noch nicht konfirmiert sind, wissen das schon. Aber bevor wir diese Strophe singen, before we sing this verse, we receive the blessing. And for those two parts, we normally stand up in our congregation. Also, wer immer möchte, kann gerne mit aufstehen für den Segen und für diese letzte Strophe. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.